Also mehr brauche ich zum Multiplizieren von Brüchen jetzt eigentlich nicht mehr sagen. Das ist also so einfach, dass es, naja, ich möchte nicht gerade sagen, schon peinlich ist, aber das sollte jeder zusammenbekommen. Und dass es natürlich klar ist, dass wir den Bruch so weit wie möglich vereinfachen, versteht sich von selbst. Und jetzt schauen wir uns noch die Division an. Die ist nahezu genauso einfach. Dann mache ich doch gleich auf diesem Zettel da weiter. Wenn ich jetzt zwei Brüche dividieren will, dann habe ich jetzt, wenn ich es allgemein anschreibe, sieht man es so? Also? Ja. Einen Bruch dividiert durch den anderen Bruch. Das funktioniert so, dass ich den ersten Bruch mit dem reziproken Wert des zweiten Bruches multipliziere. Wie? Was? Wie? Reziprok? Okay. Reziprok ist der Kehrwert. Also, ich multipliziere den ersten Bruch mit dem Kehrwert vom zweiten. Das heißt, das, was zuerst im Zähler war, schreibe ich im Nenner. Das, was zuerst im Nenner war, schreibe ich im Zähler. Und das war es auch schon, weil jetzt habe ich eine Multiplikation und dann schauen wir da oben an, wie das geht. Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Die Beispiele funktionieren wie oben. Das war's. Und das Letzte, was ich da bei den Brüchen noch erwähnen möchte, jeder dieser Brüche hat natürlich einen Wert, den wir ausrechnen können. Und da schauen wir uns das einfach so an, als ob der Bruchstrich ein Divisionszeichen wäre. Ich dividiere also den Zähler durch den Nenner. Und der Wert, den ich rauskriege, das ist eine Dezimalzahl. Das war's. Da haben wir genügend Übungen im Kopf auch vorher gesagt gemacht. Als Erinnerung zeige ich das jetzt nochmal. Spätestens beim ersten Beispiel wird jeder wieder sagen, ah ja, genau das war das. Jetzt habe ich zum Beispiel 1, na ein Zweitel sagt man nicht, das ist 1/2. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das jetzt durchdividieren, dann ist das ja klar. 2 geht in 1, 0 mal, 1 Rest, nächste Stelle 0 herunter, weil wir da beim Komma vorbeikommen sind, machen wir da ein Komma. 2 geht in 10, 5 mal, 0 Rest. Inzwischen wissen wir schon, 1/2 hat den Wert 0,5 als Dezimalzahl. Und so haben wir das ja mit anderen auch gemacht. Wie war das? Ein Viertel, wissen wir auswendig, ist 0,25. Ein Achtel, 0,125. Was haben wir denn noch gehabt? Ein Fünftel ist 0,2. Haben wir noch was gehabt? Ein Drittel ist 0,3 mit einem Punkt. Aber das ist kein I-Punkt, sondern der stellt einfach dar, dass sich dieser Dreier unendlich oft wiederholt und nicht mehr aufhört. Man sagt 0,3 periodisch.